Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Elden Ring Video. Ja, das ist ein ganz besonderes Video heute, denn ja, ich bin mittlerweile über 100 Stunden hier im Spiel mit meinem Hauptcharakter. Und ja, wie ihr mitbekommen habt, habe ich immer wieder neue Sachen gefunden und entdeckt. Aber in einem Bereich bin ich zum Verrecken nicht hingekommen. Und ich wusste nicht, wie es dahin geht. Habe vor 2 Wochen mal, was ich normalerweise nicht mache, selber nachgeschaut, wie man da hinkommt, aber meine geschätzten Kollegen haben irgendwie das Video an Punkten gestartet, wo ich nicht wusste, wie ich überhaupt an diesen Punkt komme, um dann nachfolgend dahin zu kommen, wo ich hin will, nämlich zu dem Händler, der den stärksten Zauber verkauft oder anbietet. Und darum geht es in diesem Video, den stärksten Zauber im Spiel, mit dem du beziehungsweise für den du ganze 60 Weisheit benötigst. Aber so viel kann ich vorab schon mal sagen, es lohnt sich. Jetzt aber nochmal hier. Du hast gesehen, das Leuchtfeuer, an dem ich mich befinde, befindet sich hier auf der Karte. Und dieses Leuchtfeuer wird jeder von euch finden, der den Aufzug von Dektus gefunden hat, die Medaillons gefunden hat. Wie das funktioniert, das verlinke ich nochmal in der Videobeschreibung oder im Kommentarbereich, denn den großen Aufzug von Dektus musst du benutzen, um überhaupt hier hochzukommen und um dann nachfolgend hier zum Leuchtfeuer-Aussichtshügel des Erdenbauchs zu gelangen und dann weiter in den Bereich vorzudringen, den ich jetzt mit euch zusammen gehen werde. Ich denke, das ist der beste Startpunkt, um überhaupt, ja, zu zeigen, wo sich dieser Händler befindet, wobei es eigentlich gar kein richtiger Händler ist. Der Typ lungert einfach da in der Ecke rum und gibt euch aber dann hier diesen Azurkomet. Und ja, hier ist der erste Boss. Ich habe den natürlich schon gelegt und werde das vielleicht alles nochmal zusammenfassen, also meinen eigenen persönlichen Weg, den ich gegangen bin zu diesem besonderen Zauber. Aber ich bin mir sicher, dass ihr das alles auch selber finden würdet. Das ist dann mehr ein Video für die Leute, die wirklich mehr Zuschauer sind. Hier ist das nächste Leuchtfeuer. Gelmir fängt hier an. Und hier geht's weiter. Und der Weg zum Händler ist eigentlich, ja, also ab hier kann man ihn eigentlich, ja, man kann ihn schon verpassen, aber wenn man erstmal hier ist, dann, ja, ich denke, die meisten würden ihn finden. Hier ist noch eine goldene Saat, mit der man hier die Heiltränke verstärken kann. Danke dafür. Hier oben ist noch eine Höhle, ja. Dort oben in Blickrichtung, da würde ich auf jeden Fall auch noch mal rein vorher. Und wir gehen jetzt hier weiter. Alles konzentriert auf die Richtung zum Azurkomet. Oh, hier habe ich irgendwas liegen lassen, sehe ich gerade. Vulkanstein und Herbar. Ja, mit dem ganzen Crafting-Zeugs habe ich mich noch überhaupt gar nicht beschäftigt und ich muss sagen, bisher war es einfach auch nicht nötig, sich damit zu beschäftigen. Aber wer daran Spaß hat, der hat natürlich auch viele Möglichkeiten hier, sich auszutoben. Ja, hier ist wieder ein neues Leuchtfeuer. Das lasse ich auch mal links liegen. Dort oben gibt es noch einen Steinschwert-Schlüssel, ja, hier oben in Blickrichtung, dort oben. Am Ende liegt noch ein Steinschwert-Schlüssel, den würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich reite hier weiter den geraden Weg Richtung Azurkomet. Vorher kommt noch ein Bosskampf, wo man sich auch hier wieder Hilfe suchen kann. Und nachdem der bestanden ist, vielleicht sogar auch schon vorher, das habe ich natürlich nicht ausprobiert, kann man dann hier an der Lava vorbeireiten zu unserem Zielpunkt. Und der führt hier zwischen die Klippen. Ja, moin Jungs.
Hier liegen wieder ein paar Runen. Kann man schön mitnehmen. Hier ist ein Stein, der hat auch ein Item. Da muss man etwas weiter nach oben reiten, ungefähr hier, um einen Bär, genau der hier, zu aktivieren. Den kann man dann dorthin locken. Und der Bär zerschlägt dann den Stein und so kommt man dann an das Item. So, hier liegt auch noch was. Da liegt eine Armbrust hinter diesem Gebäude. Die würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Die ist oder kann unter Umständen nützlich sein. Hier geht es dann weiter hoch. Und es ist noch gar nicht mehr weit. Wir haben es bald geschafft. Noch durch dieses kleine Dorf hier, Einsiedlerdorf. Ein paar Items liegen auch hier. Aber ich glaube nichts Weltbewegendes. Wir reiten hier hoch. An dieses Leuchtfeuer. Urzauberer Azur. Und haben es somit geschafft. Denn er, wenn ihr ihn ansprecht, der droppt dann den Azur-Zauber. Und damit ihr wisst, wovon ich die ganze Zeit rede, nochmal eine kleine kurze Demonstration. So, er verbraucht natürlich auch ein bisschen FP, aber sehr, sehr stark und auch lohnenswert. Vor allem mit dem besten Zauberstab. Ich habe nicht den besten, einen sehr guten, aber es gibt noch bessere. Dazu auch noch in weiteren Videos werde ich mich nochmal darum kümmern, hier um den besten Zauberstab zu finden. Sobald ich den gefunden habe, zeige ich ihn auch hier auf dem Kanal. Das soll es aber hier gewesen sein für dieses Guide-Video. Und ich hoffe, du kommst hier problemlos an diese Stelle. Wenn du mehr sehen möchtest in der nächsten Zeit noch von Elden Ring, dann hinterlass gerne ein Abo, aktiviere die Glocke und dann verpasst du auch keine weiteren Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.